Die HTL Hallein und ihre Fachschule sind für ihre große Vielfalt überregional bekannt. Besonders deutlich wurde das bei der Präsentation der Abschlussarbeiten der Fachschule in dieser Woche. Vom Möbelstück für Musikliebhaber über Designertische bis hin zum Geländebuggy. Die Kreativität der Absolventen kannte keine Grenzen. Zu sehen gab es einiges bei den Abschlusspräsentationen der Fachschule der HTL. Ob nun für Audiophile oder Liebhaber von Designermöbel. Hier war für jeden etwas dabei. Genau, ich habe Phonomöbel gefertigt aus zwei verschiedenen Materialien und Holzarten. Zu einem aus einem massiven Korpus und zu einem aus einem Spanplattenkorpus funiert. Also ich habe beide Anwendungen und mehrere Anwendungen in meinem Möbel drinnen gehabt sozusagen. Ich hatte ein ganz spezielles Projekt. Ich hatte einen Couchtisch aus Naturstein. Dabei habe ich angefangen mit den Füßen. Diese Füße habe ich schon über Kreuz gestellt, habe sie mit 5 Grad abgewinkelt, habe ein Muster in diesen Couchtisch hineingefräst. Dieses Muster habe ich ausgefüllt mit einem Leuchtharz, das phosphoriziert blau im Dunkeln. Es leuchtet, das kann man aufladen. Und auch die Platte ist auch speziell bedruckt. Da habe ich einen Druck von Herbert von Karajan ausgearbeitet mit dem Salzburger Künstler Günther Edlinger. Ob nun im Bereich Bildhauerei, Steinmetz, Tischlerei oder Metallverarbeitung, die HTL in Hallein wird ihrem Ruf als Schule der Vielfalt absolut gerecht. Wir haben gesehen Abschlussprojekte im Bereich der Kunst, also sprich der Bildhauereifachschule, im Bereich des Steines, der Steinmetzfachschule, wo wir eine Unikatschule sind in ganz Österreich, im Bereich der Tischlerfachschule, also Holz auf gut Deutsch, und im Maschinenbaubereich, wo wir uns jetzt gerade befinden. Und in diesem Bereich kamen besonders PS-Freunde auf ihre Kosten. Ja, also wir haben Gitterrohrrahmen haben wir gebaut für ein Geländefahrzeug, das praktisch wie eine selbsttragende Karosserie wirkt, wo halt Achsen, Motor und alles hier eingebaut werden. Also der Gitterrohrrahmen selbst war als Projekt für die Schule und wir haben dann nachher ein Auto draus gebaut im Endeffekt. Also der Motor und das Getriebe und die ganze Achsaufhängung ist dann auch noch reingekommen und jetzt haben wir ein fertiges Auto da stehen. Und in freier Wildbahn sieht das Ganze dann so aus. Die Schüler selbst können mit Freude auf ihre Zeit in der Fachschule zurückblicken. Diese Zeit hier in Hallein war für mich eine sehr prägende Zeit, eine sehr schöne Zeit. Ich habe viel gelernt und ich habe auch meinen Berufsweg geebnet und werde da auch in Richtung Design weitergehen. Also ich bin sehr zufrieden. Eben, ich habe den Zweig gewählt, weil ich mehr praktische als theoretische Erfahrung haben wollte. Diese habe ich bekommen. Das ist das Resultat. Also im Ganzen bin ich sehr zufrieden. Das Ende der einen Ausbildung kann auch gleichzeitig der Beginn einer neuen sein. Denn auch hier bietet die HTL Hallein ihren Schülern das richtige Angebot. Die Aufbaulehrgänge sind 4-semestrige Lehrgänge, die aufbauend, darum auch der Name, aufbauend auf eine Fachschule im Bereich der Kunst, also Produkt- und Systemdesign, beziehungsweise im Bereich der Bautechnik ausbilden und mit der Matura abschließen. Ich möchte hier in Hallein auch weiterhin den Aufbaulehrgang besuchen, in Produktdesign und später Architektur studieren. Ja, also wir machen beide einen Aufbaulehrgang, eben für Hochbau, und den schließen wir dann mit Matura ab. 2 Jahre. Die HTL Hallein steht also nicht nur für Vielfalt, sondern auch für eine qualitative Ausbildung. Und die ist schließlich ein Garant für gute Chancen am Arbeitsmarkt.